Herzlich willkommen bei unserem Modul 4 und wir wollen uns jetzt genauer anschauen, was könnt ihr tun, um Ideen und Wissen in eure Gruppe einzuladen, um miteinander gemeinsames Verständnis zu haben und vielleicht neue Ideen zu entwickeln oder neue Konzepte zu erarbeiten. Was hilft da? Ein paar Methoden helfen da. Es helfen zum Beispiel Runden. Runden finde ich eine unglaublich tolle, völlig unterschätzte Methode, egal ob als Blitzlicht, also wo jeder nur ganz kurz was sagt, oder als längere Runde, wenn man die Zeit hat oder das Thema das erfordert, auch ein bisschen Erfahrungen auszutauschen oder auch tieferes Wissen auszutauschen. Runden sind eine unglaublich machtvolle Methode, um alle Perspektiven gleicherweise in den Raum zu bekommen und auch introvertiertere Menschen gut mit einzubeziehen. Was auch toll ist, sind Kartensammlungen. Das kennt ihr wahrscheinlich alle aus der Moderation, dass euch jemand schon mal so eine Karte in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, schreibt da mal was drauf. Was wichtig ist bei solchen Kartenabfragen ist, dass ihr den Leuten dicke Stifte in die Hand gebt, denn ansonsten ist das danach nicht lesbar, was auf den Karten steht. Wichtig ist auch so ein Grundsatzpunkt, ist, es darf nur ein Punkt pro Karte stehen. Denn oft wollen wir mit solchen Karten danach weiterarbeiten und die sortieren und aussortieren und clustern. Und das geht halt nur, wenn nicht mehrere Punkte auf einmal auf so einer Karte stehen. Also ein Punkt pro Karte und, ganz, ganz wichtig, das versteht sich so ein bisschen von selbst, aber in manchen Gruppen muss man es nochmal dazu sagen, lesbar schreiben. Also lesbar schreiben ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, damit ihr gut sozusagen damit weiterarbeiten könnt. Und dann kommen die Karten irgendwo an die Wand oder sie werden auf den Tisch gelegt oder zwischen euch auf den Fußboden gelegt, je nachdem, welche Möglichkeiten ihr in eurem Raum habt. Gut geeignet sind eben immer diese Karten in diesem ein Drittel DIN A4 Format, aber ihr könnt auch Karteikarten benutzen oder was immer euch zur Verfügung steht. Hauptsache, es ist danach gut lesbar für alle. Das ist sozusagen der Hauptfokus, wenn man solche Karten benutzt. Ihr könnt das Ganze auch als Zuruffragen gestalten. Das heißt, ihr steht vielleicht am Flipchart und schreibt die Sachen alle für die Menschen mit. Oder ihr schreibt sie auf Karten mit. Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, ob das eher eine nachdenkliche Runde ist, wo es auch ein bisschen dauert, bis die Leute mit der nächsten Idee kommen. Oder ob das ein super schnelles Brainstorming werden soll, wo es sozusagen eine Kartenflut geben soll. Dann ist es vielleicht besser, wenn die Leute selber schreiben, weil es einfach schneller geht. Und als Moderation ist es nicht euer Job, den Prozess unnötig aufzuhalten, nur weil ihr alles in eurer Schönschrift mitschreiben wollt. Also schaut da sozusagen auf ein gutes Miteinander. Ein Exkurs dazu noch in den Online-Raum. Viele von euch treffen sich wahrscheinlich auch in Online-Räumen und da gibt es die Möglichkeit natürlich auch, die Methode anzuwenden. Ihr könnt den Chat benutzen, den gibt es in fast jedem Videokonferenz-Tool. Ihr könnt über Umfragetools gehen, wenn ihr die habt. Ihr könnt Kartenabfragen mit bestimmten Tools wie Ideaboards nachempfinden, beziehungsweise es gibt ganz viele Kollaborations-Whiteboards, mit denen das geht. Ich werde euch ein paar Tipps unten in die Link-Tipps geben, dann könnt ihr euch da selber so ein bisschen erkundigen. Mein Lieblingstipp ist an der Stelle immer das sogenannte Etherpad. Das ist eine Open-Source-Software, die ihr auch selber installieren könnt, die ihr aber auch im Netz an unglaublich vielen Orten findet, die sehr datensparsam ist und wo ihr einfach quasi in einem einfachen gemeinsamen Textdokument zusammenschreiben könnt. Das sieht jetzt nicht total hübsch aus und es sind nicht so hübsche Post-its wie auf vielen anderen Whiteboards, aber es ist unglaublich einfach zu bedienen und es kostet ganz wenig Vorbereitungszeit. Und deswegen ist es eines der machtvollsten Instrumente, glaube ich, in der guten Online-Moderation. Was funktioniert noch? Was noch funktioniert, ist die Arbeit in Kleingruppen, gegebenenfalls auch in wechselnden Zusammensetzungen. Mal zu zweit, mal zu viert, mal zu acht, mal alle zu dem gleichen Thema, wenn ein Thema wirklich sehr wichtig ist und alle betrifft und es vielleicht darum geht, viele Erfahrungen auszutauschen, alle Meinungen dazu zu hören. Oder auch, wenn ihr viele Themen habt und gerade wenn ihr auch eine große Gruppe seid, dann auch gerne arbeitsteilig. Die einen machen dieses Thema, die anderen arbeiten mal hierzu ein Konzept, sodass sozusagen verschiedene Themen auch zeitgleich in euren Treffen gut erarbeitet werden können und danach dann im Plenum auch wieder für alle zur Verfügung gestellt werden können. Schreibgespräche sind toll, also das heißt, man hängt so Flipcharts oder Moderationspapier irgendwo auf und die Leute schreiben einfach mit. Und das geht online natürlich mit den genannten Tools, die ich eben sozusagen aufgeführt habe, auch mit einem Whiteboard oder einem Etherpad, können die Leute auch schreiben. Das Schöne am Schreiben ist, manchen Menschen fällt es leichter. Gerade im Online-Setting fällt es leichter, was aufzuschreiben, als das Mikro anzuschalten und was zu sagen. Bei anderen Menschen ist es umgekehrt. Deswegen ist es gut, wenn ihr in der Moderation das so ein bisschen kombiniert oder wenn ihr in eurer Gruppe so ein bisschen merkt, okay, was kommt eher den einen und was kommt eher den anderen nahe und dann eine gute Mischung und ein gutes Miteinander dieser Methoden miteinander findet.
Was auch gut funktioniert, wenn ihr viel Wissen in den Raum holen wollt, sind so Mini-Barcamps, so kleine Open Space, World Cafés etc. Also wenn ihr das schon mal erlebt habt, das sind so komplexere Methoden, mit denen ihr viele Dinge gestalten könnt, um das Wissen und die Ideen zu erweitern. Und gerade wenn ihr in Brainstormings gehen wollt, also wenn ihr viele Ideen zu einem Thema haben wollt, dann natürlich alles, was eure Kreativität entkoppelt, also sozusagen auslöst, was es ermöglicht, auch die absurdesten und schönsten Ideen in den Raum zu holen. Und dazu gehören dann solche Methoden wie 6-3-5. Das ist beispielsweise, wenn man 6 Personen im Raum sitzt, bekommt jeder einen Zettel und darf 3 Ideen aufschreiben, zum Beispiel der Name des nächsten Projektes. Und dann wird der Zettel weitergegeben und dann schreibt die nächste Person schreibt da auch sozusagen noch weitere 3 neue Ideen drauf und lässt sich von denen darüber inspirieren. Der Zettel wird wieder weitergegeben. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Am Ende habt ihr 6 Zettel mit jeweils 18 Ideen drauf und zusammen sind das ziemlich, ziemlich viele und auch mit denen kann man dann super weiterarbeiten. Aber auch alles andere, was vor allen Dingen auch so den Körper mit einbezieht, Malen, Tanzen, Rollenspiele, all das kann sozusagen helfen, um eure Kreativität zu entfesseln. Wenn es nicht so sehr darum geht, viele Ideen zu haben, sondern eher ein größeres Verständnis zu bekommen, dann sind natürlich auch so ganz klassische Dinge, die wir so eher aus dem Schul- oder Ausbildungs- oder Studienkontext kennen, hilfreich. Also sich Studien zu Themen zu lesen, zu recherchieren zwischen den Treffen oder auch gemeinsam eine Fortbildung zu machen, sich einen Experten, eine Expertin einzuladen oder vielleicht kann auch jemand aus eurer Runde einen Experteninput geben. All das kann sozusagen natürlich auch sehr, sehr, sehr dazu helfen, um das Wissen zu einem Thema zu vergrößern. Es gibt noch ein paar Tricks für das Öffnen. Jenseits der Methoden muss man auch ein paar andere Dinge noch bedenken und dazu gehört, ganz wichtig, offene Fragen zu stellen. Also wer, wie, was, warum, wozu und nicht ja oder nein, denn ja oder nein ist quasi engt unsere Denkweise ein und wir wollen in diesen Phasen unsere Denkweisen erweitern. Wichtig, gerade bei Brainstormings, alles Gesagte ist willkommen und Kritik wird unterbunden. Kritik kann dann im nächsten Punkt, wenn wir Richtung Auswahl, Fokussierung, Entscheidung, dann hat Kritik ihren Platz und ihren Ort und ihren Raum. Aber in diesen Phasen, wo wir mehr lernen wollen, hilft es einfach, wenn wir den Raum offen halten können und wir uns nicht drum sorgen müssen, ob jemand anderes unsere Idee doof findet. Und deswegen ermutige ich dazu, an der Stelle die Kritik ein Stück weit zur Seite zu legen. Danach darf sie ja dann wieder reingeholt werden. Wichtig ist auch, es wird gesammelt, sobald etwas verstanden ist und nicht, wenn es erst ausdiskutiert worden ist. Also gerade bei Brainstormings, gerade bei der Ideenfindung ist es ganz, ganz wichtig, haltet alles auf einer Karte oder auf einem Flipchart oder auf einem Board fest, sobald es verstanden ist. Es muss nicht von allen geteilt werden, muss nicht von allen gut gefunden werden. Visualisiert in einer Form, die für euch einen guten Überblick ermöglicht und ermutigt, aneinander anzuknüpfen. Also nicht in diese Ja-Aber-Haltung zu fallen, sondern in eine Ja-Und-Haltung zu gehen und an die Beiträge der Vorrednerinnen anzuknüpfen und Perspektiven zu ergänzen, neue Dinge einzubringen, aber immer mit so einer Ja-Und-Haltung und Perspektive. Kommen wir zu unserer Gruppe in den internationalen Gärten zurück. Die haben sich jetzt, nach dem Moderationskurs hier, haben die sich entschieden, doch auszuprobieren, mit einer runden Methode zu sammeln. Das heißt, bei ihrem nächsten Treffen sind sie ein bisschen vorbereiteter reingegangen und haben am Anfang einmal 2 Runden gemacht, um zu sammeln, welche Ideen gibt es denn eigentlich alle im Raum für die nächste Jahresplanung. Und am Ende stehen 15 Ideen, nicht nur die eine vom Tag der offenen Tür, am Flipchart. Und alle haben da sozusagen einen guten Überblick darüber, dass sozusagen alle Ideen, die im Raum vorhanden waren, zu den neuen Projekten, nun auch wirklich festgehalten sind. Jetzt seid ihr gefragt. Ich möchte euch einladen, sammelt, öffnet euren eigenen Kopf und sammelt möglichst 10, vielleicht sogar 20 Methoden oder Fragen oder Ideen, wie ihr bei eurem nächsten Treffen in einer Phase, wo das passt, öffnen könntet. Wie lautet die Frage? Welche Methode könntet ihr anwenden? Oder welche sonstige Idee habt ihr noch? Und auch an dieser Stelle gilt, ja und. Also diskutiert nicht in eurem Kopf selber schon aus, ob das eine gute Idee ist, sondern schreibt alle Ideen, egal wie gut oder schlecht sie sind, einfach auf. Denn aus schlechten Ideen können auch im persönlichen Brainstorming gute Ideen werden oder bessere Ideen werden. Wir können daran anknüpfen. Also schreibt alles auf, 10 mindestens, 20 am besten. Und dann gehen wir damit in die nächste Phase, wenn es um Auswahl und Entscheidung geht. Bis gleich!